Hey und damit herzlich willkommen zu einem, naja, beziehungsweise zu einer neuen Videoreihe, denn ich bin jetzt im GPL-Turnier, Rückrundenturnier, glaube ich, also GPL-Community-Rückrundenturnier, so irgendwie heißt das, ne? Ich denke mal, das kennen viele, das sind wahrscheinlich sehr viele meiner Zuschauer auf dem GPL-Discord. Das Turnier läuft folgendermaßen ab, also jeder, der jetzt erstmal als Teilnehmer ausgelost wurde, bekommt nochmal extra ein Team aus der GPL zugelost und das wird dann in einem Turnier mit Gruppenphase, wird halt ein Turnier gespielt, jetzt so grob erklärt. Ich denke, viel dazu gibt es nicht mehr zu sagen. Ich kann nur mal sagen, welches Team ich spiele, beziehungsweise jetzt habe. Ich habe nämlich das gute Team vom Razer, nämlich die Soul Stealers. Mein Gegner vom ersten Spieltag hat das gute Team, was war das, Thrillerbug von Azalakoren. Und ich würde sagen, wir springen dann, denke ich, schon mal gleich in den ersten Kampf rein. Jo, machen wir. Wie wir hier sehen, unser Gegner leadet mit Dito, wir mit unserem Tapu Bulu. Und ja, unser Gegner misst leider erstmal direkt eine Stone Edge, die unserem Tapu Bulu bestimmt guten Schaden gemacht hätte. Wir gehen währenddessen auf seinen Kopfstoß, der natürlich nicht so viel Schaden macht, aber gut. Er geht jetzt hier in sein Dingens Staraptor raus. Ich wollte nicht weiter drin bleiben, gehe somit in mein Claydol raus. Und wir sehen hier Agilität auf seinem Staraptor. Das war jetzt ein bisschen komisch, aber okay. Wir bekommen Milotic rein, was auch schon direkt den Burn hat, heißt den Death Boost hat es auch. Gut, er geht jetzt hier auf einen Sturzflug, wie auf einen Ice Beam und ja, das war's dann mit Staraptor. Jetzt geht er in sein Latios rein und double gleich in sein Ding ins Milotic wieder raus. Ich gehe währenddessen in mein Claydol, hat er dann vielleicht predicted, auf jeden Fall gut gemacht, denn dagegen können wir natürlich nicht viel machen. Wir kriegen jetzt hier aber erstmal einen Safe Switch für Milotic, können uns vielleicht gleich wieder hoch recovern. Unser Gegner spielt, by the way, tatsächlich Dragon Pulse, was mich etwas überrascht hat, aber ja, das macht uns auch nicht so viel. Von da an, ja. Wir können uns hier, ja genau, wieder hoch recovern. Sein Milotic ist getoxikt, hatte glücklicherweise kein Flame Orb, weil gegen das Set hätte ich wohl wahrscheinlich mehr Probleme gehabt, als so, also wie er es halt jetzt gespielt hat. Jedenfalls können wir jetzt hier in Alola Knogger gehen und ja, können Shadow Bone drücken. Und wir können damit auch ein schönes Latios rausnehmen, da er mit seinem Kapuriki nicht drin bleiben wollte. Jedenfalls gehen wir dann Milotic und kassieren selbst einen Shadowborn, aber glücklicherweise mit einem Crit. Heißt, wir überleben den nächsten Shadowborn auf jeden Fall, sind dazu natürlich auch noch schneller und können uns erstmal hoch recovern. Und ja, theoretisch könnten wir jetzt nochmal Recover drücken oder einfach auf Scald gehen. Ich denke mal, ich habe recovered. Yep. Und jetzt wieder rausgehen, denn er geht ja in sein eigenes Milotic und natürlich können wir mit unserem Tapu Bulu da viel mehr Druck aufbauen. Und ja, wir fangen, by the way, dann auch noch einen Dragon Pulse ab. Also, ja, das lief dann natürlich schon mal gut mit dem Play. Er hat tatsächlich anscheinend die Hidden Power Poison drauf. Aber die macht von dem Milotic jetzt nicht so viel. Und wir können auch vorne Leech gehen, damit das Milotic rausnehmen und uns wieder hoch, beziehungsweise voll heilen. Ja, er geht wieder in seinen Kapuriki. Wir gehen währenddessen in unser Alola Knogger. Das würde natürlich nämlich jede Elektroattacke abfangen. Er geht jetzt aber sowieso auf den Brave Bird. Ist auch okay. Wir können dafür jetzt im Gegenzug natürlich einen Move drücken. Wir gehen aufs EQ und jetzt natürlich wieder raus, denn Donphan ist in der Regel schneller als Alola Knogger. Er geht währenddessen auf Knockoff. Somit sind wir mit Kaputuru nicht mehr gechoiced. Und ja, der Eisschad wird uns natürlich hier nicht viel machen und wir können auf Horn Leech gehen und uns wieder hochrecovern, da wir jetzt mit dem Feld wieder auf 100% sind. Lief auf jeden Fall gut mit Kaputuru in dem Kampf.
Hier gehen wir natürlich wieder raus in unser Salamence, denn wir wollen nicht ein Brave Bird fressen. Auch wenn es natürlich nicht Step ist, Kapu Riki macht natürlich, hat einen großen Angriff, da wollen wir nicht drin bleiben. So, wir können jetzt hier auf EQ dagegen gehen, sind nämlich Scarf. Und ja, er geht jetzt hier in sein Ditto und ist natürlich, ich gehe zumindest mal davon aus, dass er gechoiced ist. Und er geht hier auf die Stone Edge, die auch wieder crittet, aber gut, das macht unser Milotic halt einfach nicht viel. Diesmal crittet er auch nicht und wir können auf einen Ice Beam gehen. Und damit war es das auch mit seinem Ditto. Und tatsächlich gewinnen wir somit den ersten Kampf 6:0. Und ich kann ja schon mal so sagen, mit einem 6:0 sind wir fast schon weiter. Denn es ist ja in diesem Turniermodus so, dass auch die vier besten Dritten weiterkommen und mit einem 6:0 Auftaktsieg ist das jetzt nicht gerade, also da ist es schwer wieder rauszufliegen. Muss mal in den anderen Kämpfen Fuß auf die Fresse bekommen, sozusagen. Und somit sieht das relativ gut aus für uns. Da könnten wir mit großer Chance wahrscheinlich die Gruppenphase überstehen. Haben jetzt noch zwei Kämpfe vor uns. In unserer Gruppe sind noch Dance D und Kino Fiat oder wie auch immer der ausgesprochen wird. Der eine hat Götterboten, das war Kino Fiat. Und Dance D hat das Team Triolo Tree. Und ja, müssen wir mal gucken, ob wir gegen die auch noch einen Sieg einfahren könnten. Das wäre auf jeden Fall sehr nice. Jo, wie gesagt, wir sind jetzt auf jeden Fall schon mal ganz gut mit dem 6:0 dran. Und müssen mal gucken, wie es weitergeht. Von da an würde ich sagen, das war's. Euer Ash.